Wir müssen jetzt zu den Loyalisten hier. Ja. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Cole. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal is nothing yet. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, ist der blöd? But now you should take a well-earned rest, Cormor. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Noch nicht pennen, würde ich mal sagen. Ich checke noch ein paar Sachen. Meine FPS ist wieder okay. Naja. Ich check mal. Mal schauen, was der so zu bieten hat. Cool, ja. Das Zeug habe ich ja gekauft. Upgrades. Wenn, dann dicke Upgrades. Ich will Masken hier. 400 nur, cool. Okay. Ich glaube, das ist ganz geil. Damit kann ich noch einen Charme dazu tragen. Dann dieser Zoom wäre gar nicht mal so schlecht. Schwertkampf. Ich möchte ja gar nicht mehr weiterkämpfen, deswegen Sleep Bowls kaufe ich mir ein paar. 5 sollten reichen. Ah, eigentlich sollte man die immer voll haben. Pots habe ich genug. Mana Pots sowieso. Oh. Kann man sich eine Rune kaufen. Aber ich möchte das hier, das ist ganz geil. Die Rune kann man sich nicht mehr kaufen, die kostet 500. Na gut. Oh, ich kann alles upgraden. Mal schauen, was ich nehmen könnte. Das Ganze ist... Das sind alles so Sachen, die ich... Was steht hier? Hey, ich will das lesen. So. Auf Stufe 2. Eine längere Distanz, aber hier, das hier, damit kann ich durch Wände sehen, also deren Vision kann ich sehen, also deren Blickfeld kann ich sehen, wo sie gerade hingucken. Und dann sehe ich noch so Schallwellen, wenn sie ihre Schritte zum Beispiel, ihre Schallwellen, wenn sie Geräusche machen. Und Gegner sogar. Ach, Gegenstände meine ich. Das ist echt richtig geil. Acht Runen kostet das. Shit. Acht. Krass. Acht kostet das auf Stufe 2.
Dafür stoppt das Ganze die Zeit. Das ist wiederum geil. Die hier brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich nehme das. Habe ich noch zwei und die sind mir dann auch relativ egal. Ein Bone Charm kann ich jetzt noch einsetzen. Ach so, ja, okay. Aber das brauche ich auch nicht, so einen Bone Charm, weil dass sie eine Chance haben zu verfehlen. Die werden ja erst gar nicht auf mich schießen, weil ich viel zu gut bin. Ja. So, dann hätten wir das Ganze hier erledigt. Dann schaue ich mich hier noch mal ein bisschen um. I was never in service with a noble. That's not an excuse. You need to learn proper decorum. The Helm Pits has seen a few lords and ladies in its day. If they were here, I expect they didn't want to be recognized, sir. Never mind that. Lord Pendleton ought to be shown the respect he deserves. He doesn't require it, but he notices. Yes, sir. Sorry. But even so, have you forgotten we may soon be guarding a future empress? You will be in the presence of the most important person in the entire known world. And you don't know how to curtsy. But she's just a child. And she's not even here. No one knows where she is. Well, our masters are just to be carried out. Okay, ich bin auf der Suche nach Geld. Müsst ihr wissen. Er mag Wein. Ich schau mal eben in den Schlafräumen. Klo macht man zu, ey. Den Klodeckel. Lernt man doch. So, hast du hier Geld für mich rumliegen? Wieder mal. Hat er natürlich nicht. Ich bräuchte ein wenig Cash. Emergency grain rations will be available in the Civil Services District at Sunrise. Please see your tax assessor to secure food coupons before requesting rations. Oh, Moment. Jetzt müsste ich doch genug haben, oder? Wie viele Münzen habe ich? Da, 500. Das Ding hat doch 500 gekostet, oder? Die eine Rune. Die, das will ich wissen. Ach, hier bin ich dann. Draußen bin ich da. Hier muss ich hin. You, sir. Can I be of service to you? Of course, you can. Zack. Und schon haben wir eine Rune mehr, die uns im Moment eigentlich nichts bringt, aber... The Admiral was right in recruiting you. Nothing's been the same since Sailors tell tales of monsters far out to sea. Nee, nee. Moment. There's strange things in this river no one talks about. Was geht denn hier ab? Late at night. I've seen faces too. Was geht denn hier ab? Wo bin ich denn gelandet? Was ist das denn hier für ein Raum? Hier werde ich doch bestimmt irgendwas finden. Storytechnisches, aber wenn ihr es wisst, erzählt es mir. Ich werde es mir nicht durchlesen. Da habe ich auch nicht die Lust zu, mir die ganzen Texte durchzulesen. Da bin ich ein relativ schlechter Gamer, würde man schon sagen. Dass ich sowas nicht tue, aber nee, bin ich nicht so dafür. Ah, so, bin ich in meinem Zimmer. Okay, schauen wir uns noch mal ein bisschen um.
Attention, Dunwall citizens. This is a reminder that walls of light erected in our streets are for your protection. However, they will respond to any threat or approach with lethal force. Furthermore, it is a misdemeanor. Ich habe ein Herz in der Hand. Interessierst du dich nicht dafür? Ich blocke dir den Weg. Without a leader, the Abbey is going to be in disarray for a while. But how to take advantage? Ja, egal. Ich möchte euch jetzt auch nicht weiter langweilen. Deswegen gehe ich pennen. In-game natürlich nur. So, mein Chaos-Level ist ziemlich hoch. Das muss ich irgendwie wieder runterbekommen. Dieses Chaos-Level spawnt nämlich mehr Ratten und mehr Zombies, die durch Ratten infiziert wurden. Und das macht mir alles ein bisschen schwieriger. Deswegen werde ich jetzt erstmal runtergehen, ein bisschen versuchen zu erfahren, wie ich, was ich als nächstes machen soll. Und dann beende ich den Part. Ja, so mache ich das. You're lucky I keep you on. It is every lucky. Citizen's duty. This place would fall apart in 10 minutes without me. The state is that so? On you. In any case, you can't dismiss me. I went through the books this morning and found 5 mistakes you've made. Very well. You're lucky I found them before the Admiral did. It was a milkmaid who started it. She took ill one morning after her chores, but the milk had already been delivered. That was all it took for them to wall the place off. Plague spreads fast. Ist einfach cool, wie sich dann da so rangelehnt hat. Hä? Wieso hängt denn hier ab? Okay. Hello, Corvo. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Okay. Also da unten geht die Party ab, würde ich mal sagen. Moment, da hatte ich doch eine Nebenmission, oder? Oder schauen wir mal. Ich bin nur von Power anwenden. Ich bin freed. Okay, ja. Ja, der wurde also entmachtet, den wir das Brandmal gesetzt haben, und der andere, Martin, wurde befreit. Auch was? Jetzt müssen wir uns hier ranwagen. Ich speichere mal eben. Ich habe gehört, hier unten gibt's krasse Typis. Krasse weiß nicht was. Wo führt mich das nur hin? Oh, ein Viech, ein Tier, ein Tier, ein Tier, ein Tier. Ah. Ah. So ist das also. Dahin führt mich das. Okay, dann hätten wir das schon mal gelüftet, das Geheimnis. Und dann...
Und, ah, dann wären wir auch hier. Okay, dann hätten wir das schon mal geklärt, dass das miteinander verbunden ist. Zombiefucker sind das. Und die hängen natürlich, die Crack Junks, die hängen natürlich in der Kanalisation fest. Die hat mich aber entdeckt. Ich weiß nicht, ob das mein Dings ein bisschen, meine Statistik ein bisschen ändert. Deswegen probiere ich das nochmal aus. Ich werde das erst im nächsten Part machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und schauen wir mal hier uns so den an, so als Abschlussbild. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Tipps für mich habt, ja, dann schreibt mir die. Wenn ihr irgendwelche Spielweisen mir ans Herz legen wollt, dann schreibt es mir auch. Wenn ihr mich großartig findet, dann... Ja, mir fällt nichts ein. Bis zum nächsten Mal.